eine Betrachtung durch das unbefleckte Herz Mariens. Lassen wir das Herz Mariens zu uns sprechen. Karfreitag. Seine schmerzhafte Passion erneuert sich. Vielgeliebte, kommt mit mir auf den Kalvarienberg, um die schmerzhaften Stunden der Passion und des Todes meines Sohnes Jesus zu erleben. Mit wie viel Mühe legt er den Weg nach Golgatha zurück und trägt dabei die Last seines Marterpfades auf seinen wunden Schultern. Wie weit entfernt sind die Rufe seines Triumphes, Hosanna dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Anstatt der Palm und Olivenzweige sind es hier die Lanzen der römischen Soldaten. Anstatt der Hosanna-Rufe der Menge die Schreie und Beschimpfungen der Schergen. Anstatt des Freudengesangs der kleinen Kinder das Weinen der getreuen Frauen und anstelle des majestätischen und königlichen Schreitens Jesu sein langsames Vorankommen mit dem Kreuz auf seinen Schultern. Hier gibt es keine von Jesus mit seinem Brot gesättigten Menschenmengen, keine von ihm geheilten Kranken, keine Sünder, die er auf den Weg des Guten geführt hat, und keine Apostel, die von ihm zu seinen Zeugen erwählt worden sind. Aber hier ist seine Mutter und daneben der geliebte Johannes, der euch alle, meine lieben Priester, liebe Gläubige, vertritt. Gemeinsam küssen wir seine Wunden, sammeln sein Blut, schließen seine tiefen Verwundungen, ordnen seine blutgetränkten Haare, trocknen sein angespucktes und von Schlägen gezeichnetes Antlitz, waschen seinen von schmählichen Misshandlungen entstellten und gemarterten Leib rein und trinken das Blut und das Wasser, das aus seinem durchbohrten Herzen herausfließt. Und wir erleben für immer in der Seele seine schmerzhafte Passion. Die schmerzhafte Passion meines Sohnes erneuert sich für seinen geheimnisvollen Leib die Kirche. Auch sie ist berufen, in das Gethsemane ihres Todeskampfes einzutreten. Auch sie kennt den Kuss des Verrates, die Verleugnung und das Verlassenwerden von Seiten der ihren. Auch sie muss die ganze Bitterkeit ihres Kelches auskosten. Auch sie wird verspottet, gegeißelt und mit Dornen gekrönt. Auch sie lernt die Verurteilung und die Schmähungen durch viele kennen. Auch sie wird gekreuzigt und hingeopfert.